Schön, dass ihr dabei seid. Dienstag 14 Uhr und es ist wirklich seltsam, es zu sagen, Dienstag 14 Uhr. Ich musste vor der Sendung schon mehrmals wiederholen, nicht aus Versehen Montag zu sagen. Alle, die es nicht mitbekommen haben, wir hatten gestern ja leider, leider technische Probleme und konnten unsere tolle Epoxy-Show nicht weitermachen und nicht weiter basteln. Aber dafür sind wir heute wieder dabei und haben jetzt alles startklar. Sanne ist gleich auch mit dabei. Die bereitet noch ein paar Sachen vor, damit es gleich losgehen kann. Erstmal vielen lieben Dank für das tolle Verständnis, das ihr uns gegeben habt. Und deswegen haben wir uns überlegt, es gibt heute nicht nur einen Gewinner, den wir euch am Ende der Sendung nennen beim Gewinnspiel, sondern gleich zwei Gewinner. Und wir machen das nämlich so: Alle, die gestern geteilt haben, da werden wir einen Gewinner oder eine Gewinnerin auslosen. Und dann werden wir das Gleiche nochmal mit denen machen, die alle heute geteilt haben. Das heißt, die doppelte Gewinnchance, wenn ihr gestern schon zugeguckt habt. Wir werden auch nochmal ganz schnell die Aktion und auch die Bastelideen vorstellen. Wundert euch nicht, weil im Nachhinein gucken sich das Video viele, viele auf YouTube an und die möchten natürlich auch nochmal alle Ideen und Techniken mitbekommen. Und natürlich auch alle Aktionen. Und das Besondere ist, die Aktionen gelten nicht nur heute an dem Dienstag, sondern wurden verlängert bis einschließlich Mittwoch. Das heißt, ihr habt heute und morgen noch mal in Ruhe Zeit, euch die Angebote anzuschauen bei uns im Shop und euch die zu sichern. Die findet ihr natürlich unter www.ideenmitherz.de. Zu denen kommen wir natürlich gleich noch mal. Ihr könnt uns aber auch anrufen unter der Hotline, die jetzt eingeblendet wurde. Und nicht vergessen, wir sind ab jetzt ab 9 Uhr für euch erreichbar in der Telefonie. Da könnt ihr natürlich Fragen stellen, Bestellungen aufgeben und vieles mehr. Und ich halte noch mal was ganz Besonderes in der Hand für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Unser neuer Katalog ist ja endlich da und den könnt ihr auch jetzt bei uns kostenlos anfordern. Ich habe eben schon mit Frauke gequatscht und sie meinte, wir haben sogar eine ganze Seite mit unseren ganzen neuen Silikonformen, die ihr euch auf einen Blick noch mal genauer angucken könnt und euch alle Formen anschauen könnt. Das heißt, ein Blick lohnt sich in den tollen Katalog mit über 130 kreativen Ideen und spannenden neuen Artikeln, die es jetzt hier bei uns gibt. Also freut euch auf den und viel Spaß beim Durchblättern und natürlich auch beim Kreativwerden und neue Ideen zu bekommen. Ich gehe jetzt mal ein kleines Stückchen weiter, weil an meiner Seite heute wieder die liebe Sanne. Schön, dass du Hi. heute wieder da bist. Ja, lang nicht gesehen. Ja, lange ist es her. Wir werden gleich direkt loslegen, aber wir gucken uns ja immer wieder eure tollen Bastelarbeiten an und wir schauen uns jetzt noch mal im Schnelldurchlauf die Bilder an, die ihr uns zugeschickt habt, und zwar die von gestern, weil die waren so schön und wir lassen es uns heute nicht nehmen und gucken die uns noch mal Genau. an, weil das gehört einfach zur Show dazu und es macht einfach Riesenspaß, oder? Ja, also diese Farbenvielfalt anzugucken und so weiter, das ist schon echt der Hammer. Die Sabine, die hat da wirklich richtig tolle Arbeit geleistet, haben wir ja Ja. gestern schon sehr belobhudelt. Und ich muss sagen, ich gucke es mir auch heute immer noch gerne an und Toll. ich finde es einfach toll, wie sie es gemacht hat. Herrlich. Und auch die liebe Ja, Bianca, das sieht genau. so schön aus. Ja, mit der Also sehr, sehr Aquarelltechnik. toll. Super, richtig schön. Wurde ja alles inspiriert von der lieben Sanne, die euch das dann gezeigt hat. Und das ist jetzt nochmal ein Rückblick für uns, was zu Hause passiert ist. Und die liebe Gudrun, das hat mir auch gestern schon erzählt, hat uns gesagt, dass sie Bücher damit gebunden hat. Ja, Und ja. ich habe fleißig in den Kommentaren alle Fragen durchgelesen und habe mir heute schon Stichpunkte gemacht. Alle Fragen, die gestern gefragt wurden, werde ich heute natürlich nochmal beantworten und in die Show mit einbauen. Ja, und deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit unserer ersten Aktion. Viele von euch kennen es ja. Wir gucken uns nämlich erstmal die Silikon-Messbecher an, die heute und morgen reduziert sind. Und wir haben ja gestern schon gezeigt, damit kann man natürlich super arbeiten, weil Silikon, sobald das Epoxy ausgetrocknet ist, rückstandslos aus den Behältern entfernt werden kann. Dazu geben wir euch gleich nochmal ein paar kleine Tipps. Da gibt es nämlich in dem Set insgesamt 6 Stück. Ihr habt hier, das sieht man leider jetzt nicht so gut, eine Messskala. Bis 100 Milliliter könnt ihr den Messbecher jeweils befüllen. 6 Stück in einem Set mit Artikelnummer 012246 für 3,98 €. Das heißt 50% Ersparnis. Und diese 6 Messbecher kommen dann zu euch nach Hause. Dann hatten wir noch den Tipp gegeben, dass wir unseren Brenner auch noch mal reduziert haben, denn damit verringert ihr die Bläschenbildung
Und ihr könnt das natürlich auch individuell beim Pooling benutzen, denn da fördern wir natürlich die Zellenbildung. Ihr könnt es aber auch sehr schön in der Küche benutzen zum Backen oder zum Kochen. Die Frage wurde gestellt, wie man den füllt. Am besten einfach mit Feuerzeuggas. Das findet ihr überall, vielleicht einfach im Kaufmarkt. Und könnt die auffüllen. Aus Sicherheitsgründen wird die natürlich leer zu euch verschickt. Dazu gibt es dann nochmal eine Anleitung, die ihr euch durchlesen könnt, wie alles gemacht wird. Falls ihr aber Fragen habt, könnt ihr euch gerne immer an uns wenden. Der ist auch bis einschließlich morgen, so jetzt muss ich immer aufpassen und sage ich immer Montag und Dienstag, also bis einschließlich Mittwoch ist auch der Flambierbrenner reduziert auf 3,98 € und da spart ihr auch nochmal 50% mit der Artikelnummer 012. 222. Und jetzt gucken wir uns natürlich das Wichtigste an, was wir heute eigentlich benötigen. Und das ist unser Epoxidharz. Und das ist natürlich bis einschließlich morgen reduziert auf 24,97 €. Ihr habt 500 Milliliter von dem Harz und 500 Milliliter von dem Härter mit dabei. Das ist wie so ein kleines Set. Habt ihr noch mal ein paar von den Einweghandschuhen, dann zwei Messbecher mit jeweils 100 Milliliter Füllmenge und zwei Stäbchen, die ihr benutzen könnt zum Verrühren vom Epoxidharz, was wir jetzt gleich natürlich benutzen. Hier seht ihr jetzt nochmal einen Block, den wir schon gegossen haben. Und da sehen wir die tolle Reinheit dieses Epoxidharz, weil das ist nach einer neuen Rezeptur gemacht und das ist wirklich so klar. Also ihr könnt es wirklich fast schon wie Glas verwenden. Sanne nickt schon und ist total begeistert, weil du hast es ja auch echt geliebt, damit zu arbeiten. Ja, definitiv. Nur ich habe ja sehr, sehr viele Gießlinge damit schon hergestellt und ich finde es einfach top. Genau, und heute geben wir auch noch mal den Tipp, denkt dran, langsam, langsam müssen wir uns schon für Weihnachten vorbereiten und überlegen natürlich immer wieder, was könnte man verschenken. Das ist ein tolles Set, womit man starten kann, was man natürlich auch sehr schön jetzt, vor allem weil es reduziert ist, verschenken kann. Sanne wird jetzt noch mal ganz schnell einmal das Epoxidharz mischen. Ja. Weil wir haben ja zwei Komponenten und auch Genau. einfärben. Und währenddessen, ihr seht schon hier meine Stichpunkte, erzähle ich euch noch die wichtigsten Sachen, worauf ihr achten müsst, wenn ihr mit Epoxy arbeitet. Genau. Wir haben zwei Komponenten. Wir haben Harz, wir haben Härter. Das kippen wir zu gleichen Teilen in unseren Mixbecher. Die Silikonbecher haben hier vorne eine kleine Messskala. Und da können wir eigentlich ganz gut sehen, wie viel wir da einfüllen sollen. Wer es ein bisschen deutlicher haben möchte, der kann natürlich auch hingehen und mit einem wasserfesten Filzmaler sich da die Skala noch mal ein bisschen einzeichnen. Dann sieht man es noch deutlicher. Und ich fülle das jetzt zu gleichen Teilen mit Epoxidharz auf. So, wenn ihr mit Epoxy arbeitet, ist natürlich wichtig, dass ihr immer Handschuhe trägt. Wir haben gleich noch mal in den Empfehlungen Handschuhe, die ihr euch natürlich sichern könnt in unterschiedlichen Größen. Wichtig ist natürlich auch, dass ihr in einem gut belüfteten Raum arbeitet und eine Maske trägt, wenn ihr mit dem Epoxy länger arbeitet. Alle Sicherheitshinweise findet ihr natürlich auch bei uns im Shop und könnt euch da auch noch mal alles durchlesen. Sanne hat es gerade erklärt, das Verhältnis ist immer 1 zu 1. Also wenn ihr zum Beispiel 50 Milliliter vom Harz benutzt, braucht ihr auch 50 Milliliter vom Härter. Dann gab es eine Frage, und zwar wurde gefragt, weshalb manchmal die Masse nicht fest wird. Ja, also es ist ganz wichtig bei Epoxidharz, dass man wirklich zu gleichen Teilen abmisst, dass man weder zu viel Harz noch zu viel Härter benutzt, sondern immer möglichst genau arbeitet und Minimum 2 Minuten wirklich sorgfältig und gut durchrühren. Die Masse muss zum Schluss ganz klar sein, da dürfen sich keine Schlieren drin bilden. Dann ist die eben noch nicht gut genug durchgerührt, dann ruhig noch mal 1 Minute länger rühren. Also da sollte man sich wirklich die Zeit nehmen auch. Dann fand ich gestern noch, das hatte ich in den Kommentaren gelesen, den Tipp super, wenn ihr euch nicht sicher seid, also alle Silikonformen, die jetzt im Angebot sind und die wir euch vorstellen, da sagen wir, wie viel Epoxy ihr insgesamt benötigt. Falls ihr mal eine andere Form habt oder vielleicht eine Form bei uns bestellt, die wir jetzt nicht zeigen, könnt ihr euch immer den Tipp merken, einfach die Form mit Wasser füllen. Und dann das Wasser abmessen, dann wisst ihr ungefähr, wie viel ihr von dem Epoxidharz benutzen müsst. Und das Tolle ist natürlich, wenn man jetzt zu viel oder zu wenig Epoxy benutzt, zu wenig Epoxy benutzt hat, kann man es natürlich nachgießen, weil man Ja. auch in Schichten arbeiten kann. Ja, genau. Und wenn man zu viel benutzt hat,
tut euch immer wieder schon an der Seite weitere Silikonformen dazu, vielleicht 3D, womit ihr Cabochons machen möchtet, und nutzt das restliche Epoxy, um das nochmal weiter zu nutzen. Die Arbeitszeit beträgt so circa 15 Minuten, bis es anfängt, ein bisschen fester zu werden, oder Sanne? Ja, es kommt eben auf die Menge an und auch auf das, was man einfüllt. Wenn man jetzt mit Mikapulver arbeitet, dann verringert sich die Bearbeitungszeit so ein bisschen. Also wenn man jetzt pur anmischt, Verarbeitungszeit von circa 20 Minuten. Und je nachdem, was man einmixt, verringert sich das ein bisschen oder verlängert sich sogar. Ja, ich laufe mal schon mal weiter, denn du hast hier schon was vorbereitet. Genau. Wir zeigen jetzt noch mal im Schnelldurchlauf, wie diese tolle Blume gestaltet werden kann. Denn es geht gleich um diese schönen Formen. Sanne macht sich jetzt schon mal bereit. Bevor wir euch erklären, wie ihr diese tollen Kerzenhalter gießt, müssen wir natürlich einmal uns die Aktion anschauen, die dazu gehört. Weitere Fragen werden natürlich auch beantwortet. Ich habe schon was gelesen, wie sich das verhält mit Pouring und vieles mehr. Wir kommen hoffentlich noch zu allen Fragen, aber wir gucken erstmal weiter, damit Sanne auch weiterarbeiten kann. Wir gucken einmal hier rüber, denn da ist unsere nächste Aktion, unsere erste Silikonform stellen wir euch da vor. Das ist nämlich der tolle Kerzenhalter. Hier sehen wir einmal die Silikonform, die zu euch nach Hause kommt, und hier dann das Endergebnis, sobald ihr die Form ausgegossen habt. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Techniken, Farben und auch mit Materialien zu spielen. Es wurde zum Beispiel gefragt, kann ich die Silikonform auch für Gips oder Beton verwenden? Das könnt ihr gerne machen. Das ist, funktioniert super, aber auch zum Backen. Die sind nämlich lebensmittelecht. Das heißt, selbst da könnt ihr die nutzen. Die Silikonform, die wir hier sehen, ist 50% reduziert. Das ist der Kerzenhalter mit der Artikelnummer 013659. Und damit könnt ihr natürlich ganz, ganz vieles machen. Das Schöne ist, ihr könnt die immer wieder reinigen und weiterverwenden. Die ist Sprühmaschinen geeignet. Und ich hole mal noch mal was weiteres dazu. Und zwar unser tolles Mika-Pulver, was ebenfalls noch mal reduziert ist. Bis einschließlich morgen, nicht vergessen. Und da haben wir jeweils in einem Set 15 Farben. Wir haben einmal die etwas buntere Variante und einmal die edle Sortierung. Da könnt ihr natürlich gerne gucken, welches ihr haben möchtet oder beides. Denkt natürlich dran, dass ihr das Mika-Pulver in viele unterschiedliche Möglichkeiten einarbeiten könnt. Patricia und Karin benutzen das zum Beispiel, um neue Nagellackfarben zu entwerfen und ja, sich Nagellack aufzutragen, oder wenn ihr das in der Textilgestaltung mit einbauen könnt, könnt ihr das natürlich auch machen, einfach in ein Medium mit einbauen. Wir haben ein ganz tolles Video mit 14 unterschiedlichen Bastelideen und auch Möglichkeiten, wie wir das Mika-Pulver verwenden können auf wirklich sehr unterschiedliche Art und Weise. Die 15er Sortierung mit den metallischen Mika-Pulverfarben sind jeweils auf 9,97 Euro reduziert. Und die Artikelnummer sehen wir jetzt auch nochmal. Das ist die 013005 und dann entweder mit der 01 oder 02. Und ich kann schon mal den Tipp geben, weil weil das Angebot seit gestern läuft, die Sortierung mit den bunten Farben, von denen gibt es nicht mehr so viele. Wenn ihr euch die sichern wollt, seid da ruhig schnell, bevor ihr dann enttäuscht seid, dass die weg sind. So, Sanne, wir zeigen jetzt noch mal diese wunderschöne Blüte, die du gestern bei dem Kerzenhalter gestaltet hast. Genau. Gucken einmal rüber zu dir, was genau da gemacht wurde. Genau, und zwar werde ich das jetzt genauso auffüllen wie gestern. Ich habe einmal eine Form komplett mit Harz gefüllt, bis so circa, ich würde sagen, so 3 bis 4 Millimeter unter den Rand. Mhm. Also so, dass auf jeden Fall die Ringe bedeckt sind. Dann habe ich das durchhärten lassen über Nacht. Und jetzt gieße ich noch mal eine Schicht Harz oben auf. Das sieht man am besten von oben. Dankeschön. Und erstmal kommt das klare Epoxidharz. Mhm. Das fülle ich da jetzt komplett ein. Ich habe mir vorher so ein bisschen Gold hier drauf gemacht, diese Metallic-Flocken als Blütenstempel. Dann nehmt ihr einfach ein kleines bisschen von eurem Epoxidharz, tupft das hier drauf und dann könnt ihr die Goldflakes da drauf verteilen. Genau, insgesamt, halt das schon mal hin. Genau. Insgesamt brauchen wir 200 Milliliter für alles. So. Lass mal einmal da, dann sehen wir das nochmal. So. Jetzt fange ich an und habe mir hier rosa eingefärbtes Epoxidharz vorbereitet. Das tropfe ich jetzt
vorsichtig schön rundum, dass das regelmäßig die Blütenblätter aufgetragen wird. Sanne macht gerade. Ein kleiner Tipp nochmal von uns. Silikonöl oder auch Speiseöl könnt ihr verwenden, damit ihr die Formen etwas einfettet. Das verlängert nämlich die Haltbarkeit der Silikonform und macht die nicht so porös. Genau. Ihr könnt das natürlich, wenn ihr unsicher seid, wie viel Silikonöl muss ich benutzen, könnt ihr die einfetten und dann nochmal mit so einem Papierkrepp drüber, dass sich keine Schlieren bilden oder dass da nicht zu viel Öl in der Form ist. Auch bei Beton oder auch bei Gips auf jeden Fall ruhig nutzen, weil das einfach die Haltbarkeit oder es verlängert einfach die Nutzung der Silikonform. Das nochmal dazu. Gestern wurde natürlich dann auch gefragt, wenn wir das machen, wie reinigen wir den Pinsel? Könnt ihr einfach mit Spülmittel auswaschen und den Pinsel dann wiederverwenden. Unser Tipp natürlich, wenn ihr mit Epoxy arbeitet, macht euch sowas wie so einen tollen Arbeitsplatz, wo ihr alles habt. Ihr braucht zum Beispiel eine Schere, Messbecher, Holzstäbchen, tut ruhig noch ein paar Handschuhe daneben. Die Pinzette wäre gut. Die Pinzette ist super. Eine Unterlage, die ihr verwenden könnt, wie zum Beispiel die Silikonmatte, wo ihr das Epoxy rückstandslos entfernen könnt. Also all solche Sachen in eurer Nähe behalten, damit ihr auch während ihr da mit dem Epoxy arbeitet, nicht viel rumlaufen müsst, sondern wirklich alles vor euch habt. Du ziehst jetzt nochmal mit diesem Stäbchen diese Blüten sozusagen in die Mitte rein. Genau, ich ziehe das jetzt einmal zusammen, dass wir diese Blütenform erhalten. Mhm. Und gehe dann aber auch nochmal von der Mitte ausgehend nochmal in die Blütenblätter rein, dass ich denen so ein bisschen so eine Spitzform gebe. Dann wird das nachher noch ein bisschen interessanter. Hier nochmal der Schleifschwamm. Damit könnt ihr, sobald die Formen getrocknet sind, harte Kanten oder auch scharfe Kanten dann begradigen. Genau, genau. Das passiert beim Austrocknen bei Epoxy eben relativ schnell, dass man so scharfe Kanten hat und dann kann man das nochmal schön anschleifen. Also die Nacharbeitung, ihr wartet circa 24 Stunden. Sobald das Ganze ausgehärtet ist, könnt ihr nochmal mit dem Schleifschwamm arbeiten. Und gestern wurde natürlich nochmal gefragt, Sanne, sollte man in Schichten arbeiten, also in Schichten gießen oder auch komplett gießen? Beides ist ja möglich, beides hat aber jeweils Vor- und Nachteile, oder? Genau, also beim Schichtengießen hat man natürlich den Vorteil, man kann das nach und nach abarbeiten, gerade wenn man noch kleine Gegenstände einfügen will, wenn man eben auch dreidimensionaler arbeiten möchte, dann macht das durchaus Sinn, auch in Schichten zu arbeiten. Wenn man jetzt in einem Schwung gießt, das ist auch möglich. Bitte dabei die Form etwas besser einölen. Mhm. Na, also das darf dann nicht zu dünn sein, weil sich durch die chemische Reaktion auch eine Hitze entwickelt. Gerade bei hohen Gießformen sollte man schon sich dessen klar, darüber klar sein, dass die Formen dann auch relativ warm werden. Einfach nur, dass man sich nicht erschreckt. Das ist ganz normal. Mhm. Und auch so kann man arbeiten, aber dann kann man natürlich nicht mehr viel reinbringen. Also wenn man dann da irgendwas reinstreut, reingibt, das sinkt dann relativ schnell nach unten. Mhm. Also das kommt eben darauf an, wie ihr arbeiten möchtet. Es wurde auch gefragt, was man zum Beispiel in das Epoxy einarbeiten kann. Ihr könnt natürlich mit den Multisurface oder Royal Flash Farben arbeiten oder mit unserer Mika, also mit dem Mika-Pulver, das in die Masse einarbeiten, so durch ihr Farben habt. Wie ihr seht, haben wir auch die Metallic-Flocken. Die könnt ihr auch mit ins Epoxy einbinden. Wichtig ist zum Beispiel das Blattmetall, was wir bei uns im Shop haben, nicht beim Epoxy verwenden, weil sich das verfärbt. Dafür haben wir extra unsere Metallic-Flocken. Die könnt ihr ohne Probleme verwenden oder auch Metallelemente, was wir hier ja auch sehen, unsere Metallornamente, die kann man auch in die Form mit einbinden. Ist natürlich alles möglich. Ja, natürlich, klar. Einfach auch ausprobieren, wenn ihr jetzt irgendein Element habt, was ihr gerne in Epoxidharz gießen wollt, empfiehlt es sich da auch mal eine kleine Probe zu machen. Wenn ihr jetzt sagt, ich will jetzt Moosgummi gießen, dann macht euch einfach eine kleine Probe fertig mit einer kleinen Menge Epoxidharz, legt den Gegenstand oder das Papier oder was auch immer da rein. Lasst das über Nacht durchhärten und guckt euch am nächsten Tag an, hat das jetzt stark reagiert oder nicht. Und danach könnt ihr dann gehen. Wenn da keine Reaktion ist, dann könnt ihr es auch gut benutzen. So, wir schauen jetzt weiter. Es geht jetzt um unsere
Silikonform mit der Eule. Und gestern hat ja genau da das Video gestoppt. Wir drücken jetzt die Daumen und sagen, natürlich geht es jetzt weiter. Wir gucken uns endlich unsere tolle Eule an. Das ist nämlich die Silikonform zu der Eule. Total unspektakulär, wenn man sie so sieht. Aber wenn ihr die ausgegossen habt, dann wird sowas Tolles entstehen. Übrigens nochmals Info, ihr braucht insgesamt 100 Milliliter von dem Epoxidharz, wenn ihr die Silikonform mit der Eule ausgießen wollt. Und das Tolle ist, die ist heute und morgen, also bis morgen einschließlich, für 4,97 € bei uns erhältlich mit der Artikelnummer 013649. Und ich komme jetzt etwas näher, weil diese Eule ist so niedlich gestaltet und so detailreich. Schaut euch mal die komplette Eule an. Und ich fand das total interessant. Also zum einen werden wir euch jetzt präsentieren, wie wir einzelne Bereiche, wie zum Beispiel auch hier die Augen, unterschiedlich anmalen können, wie das gemacht wird. Das ist total spannend. Und als ich die so gekippt habe, hier sieht man, dass es wirklich eine volle Masse, weil viele dachten ja, dass die Eule hohl ist und wie das eigentlich funktioniert. Weil wenn man hier drunter guckt, sieht man eigentlich, die Masse ist eigentlich transparent, das Epoxidharz, aber die Eule hat so einen tollen Schimmer. Und wie das funktioniert, das erklärt uns jetzt Sanne, denn dafür brauchen wir auch unser Mika-Pulver. Mischen dieses Mal aber das Pulver nicht in die Masse ein. Genau. Wie machen wir das, Sanne? Was steckt dahinter, hinter dieser tollen Bastelidee? Ja, also es ist gar keine große Zauberei. Das Schöne an den Silikonformen ist ja, dass man die umstülpen kann. Das mache ich jetzt einfach mal. Sieht zwar komisch aus, aber es hat auf jeden Fall Sinn und Zweck. Die öle ich jetzt noch mal ganz, ganz sanft ein. Also hier kann ich euch einmal genau zeigen, wie das mit dem Einölen geht und wie man nachher dann auch mit dem Mika-Pulver weiterarbeitet. Ich habe jetzt hier einen kleinen Pinsel, da gebe ich so einen kleinen Tropfen, ein, zwei Tropfen drauf. Dann öle ich mir die einmal ein. Na, das Öl, das verteilt sich auch sehr schön. Das ist unheimlich fließfähig. Nicht fähig. Gleich kommt, ach, ich finde das so spannend, wie das eigentlich funktioniert, dass man die Eule vorne farbig hat und dieser tolle schimmernde Effekt nochmal von dem Mika-Pulver, also dieser metallische Effekt zur Geltung kommt. Genau. So, ich reibe das jetzt einmal ganz vorsichtig nochmal mit Küchenkrepp hier ab, dass diese Ölschlieren nicht mehr zu sehen sind. Ja. Das ist ja hier ein Kriechöl und dementsprechend werdet ihr trotzdem eine gut geölte Form haben. So, wieder verschließen, damit es nicht wegläuft. Und jetzt, dadurch, dass wir ja hier in der Form wirklich richtig schön das Relief sehen können, können wir jetzt ganz fein damit arbeiten. Ich nehme jetzt einen Pinsel. So. Punkt den einmal in mein Mika-Pulver und dann fange ich einfach an, in die Form reinzumalen. Dann kann man das sehr, sehr schön sehen nachher, wenn man dann Epoxidharz gießt. Das verhält sich dann nämlich so, wenn man das Epoxidharz eingießt, das umschließt selbst diese Pigmente. Das kriecht sozusagen hinter die Pigmente in die Silikonform und umschließt die da. Und dementsprechend kann man da nachher auch mit den Fingern drüber gehen und man hat kein Mika-Pulver mehr an den Fingern. Das wird komplett eingeschlossen. Aber der Effekt ist halt absolut genial nachher. So, ich entscheide mich jetzt mal dafür, dass ich die Eule so ein bisschen bunt haben will. Ja, also Das ich. ist also der Trick, der dahinter Genau. steht. Wir ölen die Silikonform ein und dann gehen wir nochmal mit dem Mika-Pulver auf die Silikonform. Eigentlich Genau. total lustig. Ja. Und dann gießen wir sozusagen das reine Epoxidharz in die Genau. Form ein und dann Genau. bekommt ihr, suche ich mal die Eule, die wir eben hatten, solche tollen Effekte. Ja, Und wie ihr also sehen könnt, ist es dann so leicht transparent auch. Das finde ich richtig genau. klasse. Also wenn man jetzt diese Malerarbeit weiterführt, da könnt ihr euch komplett austoben farblich. Und wenn man das dann fertig gegossen hat, haben wir nachher dieses Ergebnis. Also das wäre jetzt auch einmal komplett mit Mika-Pulver eingepinselt gewesen. Wenn man jetzt von unten rein sieht, sieht man,
dass das ganz klar aufgegossen ist. So, und wir brauchen so ungefähr 100 Milliliter für eine Eule an Epoxidharz. Übrigens wurde eben gefragt, wie viel die fertige Eule wiegt. Und hinten aus der Regie wurde fleißig gearbeitet, wurde gewogen. 38 Gramm wiegt die fertige Eule. Ich habe der kleinen Eule mal die Ohren zugehalten, damit die da... Ja, so wird das Ganze gemacht. Ihr müsst jetzt nur noch die Form eingießen. Du hast sie jetzt noch mal rausgeholt. So kann sie aussehen. Ihr stülpt das dann einmal wieder zurück. Stellt es hin und dann wird Epoxidharz eingefüllt. Vielleicht nochmal der Vergleich. Also ich halte mal einmal dieses Schild hier in die Mitte, damit ihr wisst, 100 Milliliter Epoxidharz benötigt ihr hier. Das wäre jetzt einmal, wo wir die Form nicht angemalt haben, sondern das Mikapulver in die Masse eingearbeitet haben. Und daneben nochmal, wie wir das nur angepinselt haben auf der Form. Ihr habt nämlich den Vorteil, wenn ihr die Masse nicht direkt einfärbt, sondern die Form einpinselt, ihr könnt dann auch noch ein kleines Einerlicht da reinstecken. Danke sehr. Ja, ihr habt da einmal komplett den Unterschied. Hier war komplett eingefärbt. Dementsprechend sieht man jetzt auch nicht die Glühbirne. Und oben sieht man jetzt die Glühbirne durchscheinen. Und den Effekt, den habt ihr eben, wenn ihr es nur einpinselt. Wenn ihr es komplett einfärbt, scheint da nichts mehr durch. Die nächste Frage ist, wie reinigen wir die Silikonform, wenn wir die mit dem Mikapulver eingestreicht haben? Das könnt ihr ganz normal machen mit einem Schwamm und Spülmittel. Dann könnt ihr die Form einmal richtig schön unter fließendem Wasser sauber machen. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer genau die Frage eben gestellt hat, aber es wurde gefragt, wenn man zum Beispiel mit Epoxy ein Tablett purt und mit Epoxidharz drüber gehen muss. Worauf muss man achten? Wie macht man das am besten? Kannst du da auch noch mal einen Tipp geben? Also wenn man jetzt über Pouring mit Epoxidharz drüber geht. Genau. Also das Pouring sollte komplett trocken sein. Mhm. Da muss man wirklich darauf achten, dass es komplett durchgetrocknet ist, weil auch da treten ja eventuell die Silikonöle aus. Und das muss einmal komplett durchgetrocknet sein. Und dann kann man ganz dünn arbeiten und einfach ganz dünn Epoxidharz aufgießen. Bevor es jetzt weitergeht mit unserer nächsten Form, schauen wir uns einmal unsere niedlichen Eulen an. Die fahren wir jetzt nämlich einmal richtig schön mit der Kamera ab. Ihr könnt natürlich verschiedene Farben verwenden, die anmalen nach euren Wünschen und dann wunderschön in solche Welten einarbeiten, damit die Eulen auch richtig glücklich sind. Hier zum Beispiel auch mal leuchtend oder hier ganz niedlich in dem Häuschen eingearbeitet. Also werdet kreativ. Vor allem, ich finde, uns fehlen immer so oft so herbstliche Ideen und diese Eulen kann man natürlich immer verwenden und die sind super beliebt, aber vor allem jetzt auch als Herbstidee. Ja, total. Oder? Ne? Also Eulen kannst du immer nehmen. Ja. Also da passt es zu allem. Jetzt geht es hiermit weiter. Unsere nächste Silikonform wartet auf die tolle Präsentation, die wir jetzt haben und natürlich eine tolle weitere Bastelidee. Übrigens, die Idee, die Sanne euch mit dem Mika-Pulver gezeigt hat, dass ihr die Silikonform damit einfärben könnt, das könnt ihr bei jeder Form machen. Das könnt ihr bei diesem großen Tablett machen, das könnt ihr bei den Wichteln, die wir natürlich auch da haben. Also jede Silikonform, die ihr habt, könnt ihr damit einfärben. Jetzt geht es aber weiter mit unserer tollen Silikonform mit dem Tablett. Und zwar das große Tablett, weil wir gleich auch nochmal das etwas kleinere Tablett haben. Da habt ihr nämlich ein ganz tolles Angebot. Die gibt es nämlich bis morgen für 7,97 € mit der Artikelnummer 0135-24. Und ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber das Schöne an unseren Silikonformen ist, die sind lebensmittelecht, Spülmaschinen geeignet und nicht vergessen, ihr könnt die auch für andere Massen verwenden, wie zum Beispiel Gips oder auch Beton. Wenn ihr das zum Backen benutzen möchtet, ist natürlich auch möglich. Vielleicht mal ein Kuchen, das aussieht wie ein Tablett. Finde ich auch total witzig. Ihr könnt die von minus 40 bis 230 Grad in Verwendung haben. Und damit dann so arbeiten, wie ihr das gerne möchtet. Das ist das erste Angebot. Übrigens sieht das Ganze fertig so aus. Zum Beispiel am Ende der Sendung, das ist unsere letzte Bastelidee, zeigen wir auch, wie diese tolle Bastelidee funktioniert. Ihr braucht für das Tablett in groß 200 Milliliter Epoxidharz zusammengemischt.
Und jetzt geht es direkt weiter mit dem nächsten großen Angebot. Und das sehen wir hier oben. Denn viele werden sich jetzt fragen, Epoxidharz und Naturpapiere, was hat das Ganze miteinander zu tun? Erklären wir euch gleich. Unser wunderschönes Naturpapier ist nämlich jetzt auch nochmal reduziert. Nicht vergessen, die Angebote gelten bis Mittwoch. Ein Block mit jeweils 20 DIN A4 Blättern auf 6,97 € in den verschiedensten Designs. Ihr habt zum Beispiel diese richtig tolle Kollektion dabei, wo ihr ja, weihnachtliche Designs habt oder total edle Töne in Braun, Pastelltöne. Hier einmal ein kleiner Einblick der Papiere, die zu euch nach Hause kommen können. Die sind zum Beispiel teilweise Goldfolien veredelt, mit Glimmer verarbeitet. Die sind geprägt, die haben richtig schöne Tiefen. Papiere und Farben, Designs und Optiken, die man so nicht kennt. Also wirklich außergewöhnliche Papiere, die wir nutzen können. Ich finde das klasse, dass wir teilweise auch Papiere haben, die so ein bisschen transparent sind und wir sogar mit Licht spielen können. Aber Sanne zaubert natürlich jetzt was ganz anderes damit. Wir werden euch nämlich zeigen, wie wir das in die Epoxidharztechnik mit einbauen. Genau. Du hast jetzt schon mal was vorbereitet. Ja. Das Tablett ist schon startklar. Genau. Und zwar zeige ich euch einmal, wie man dieses schöne Stück hier macht. Am besten sehen wir das vielleicht von oben einmal. Dann kann man auch einmal schauen. Genau. Wir haben ja jetzt hier die Naturpapiere. Und hier sieht man schon, ich habe jetzt eins genommen, das richtig schön tief geprägt war. Und da zieht sich das Epoxidharz dann komplett rein und diese Prägung bleibt aber erhalten. Ja? Und zusätzlich habe ich da noch ein paar Metallornamente reingegeben. Und was auch ganz toll ist, eine Lichterkette. Sieht man jetzt nicht ganz so gut wegen des hellen Lichts hier, aber man kann in den Rand auch eine Lichterkette integrieren. Und ich zeige euch jetzt einmal, wie das funktioniert. Ich habe jetzt hier mein Tablett. Ich habe schon mal angefangen vorzubereiten. Es wurde darauf bestanden, dass ich Rosa mit Silber kombiniere. Mein Wunsch. Voll meine Farbe. Und ja, ich habe schon mal hier angefangen. Ich habe jetzt hier die Metallic Flakes. Und da tauche ich jetzt einfach mit meinem Fächerpinsel rein. Mit dem kann man am besten verteilen. Und streiche damit die geölte Form einmal aus. Und zwar nur am Rand lang. Ja, und das kann man dann richtig schön fest verstreichen. Das legt sich dann schön glatt in die Form ein. Anne, wir werden ja jetzt gleich erklären, wie wir mit Licht arbeiten, Genau. wenn wir Epoxidharz benutzen. Es wurde jetzt auch mal die Frage gestellt, wie wir das Ganze machen, wenn wir das bei der Eule zum Beispiel, wenn wir das Licht einarbeiten Hier. möchten. Kannst du uns da noch mal ganz schnell erklären, wie das Ganze funktioniert? Genau, ich muss mal über dich rübergreifen. Ja. Und zwar macht man das so, die Birne soll ja komplett im Harz versinken, dass die Eule dann nachher nicht wackelt. Man nimmt sich das Drahtlicht und wickelt sich möglichst nah an der Birne, aber doch noch mit so viel Abstand, dass die Birne komplett hier über den Rand, danke dir, der Eulenform geht. Na? Also die Birne muss komplett in der Eule verschwunden sein, aber nur gerade eben bis zum Rand. Und ich wickel mir jetzt dann da so ein Eisstäbchen um den Draht. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann hänge ich die Birne in die Form rein. Die bleibt an dem Draht hängen. Wichtig ist, wenn ihr merkt, dass das Epoxidharz anzieht, dann müsst ihr das Holzstäbchen ablösen, sonst frisst sich das damit fest und dann habt ihr eine Eule, die auf dem Holzstäbchen sitzt. Das wollen wir ja meistens nicht, ne? Es sei Gleich denn, ihr wollt das. zeigen wir auch, also wir haben gleich nochmal dieses Teelicht. Ich komme von der anderen Seite. Da erklären wir auch nochmal, wie wir das machen mit der Lichterkette. Genau. Da könnt ihr euch auch mal ein paar Tipps sichern. Jetzt aber endlich zu dem tollen Tablett und auch da benutzen wir jetzt die Lichterkette. Genau. Hier lege ich die Lichterkette in den Rand rein. Passe so ein bisschen auf, dass ich so ein bisschen Spannung auf den Draht bringe, dann flutscht die mir nicht so leicht da wieder raus. Weil hier ist es jetzt so, dass ich hier einfach die Enden umwickle. Also da kann ich einfach hier das Ende des Drahtes festwickeln. So, und dann schiebe ich das Ganze nach unten und dann bleibt die auch so liegen. Dann die restliche
restlichen Birnen noch mit reinlegen unten, sodass der Draht jetzt so rausguckt. Da kann ich mir auch ein Stäbchen dann nochmal drauf machen, aber das muss man jetzt nicht, weil wir können hier dann jetzt ganz gut über den Rand hinweg den Draht raushängen lassen. Das bleibt dann gerade liegen. So, und jetzt fange ich an, mit meinem Epoxidharz zu füllen. Wie gesagt, ihr braucht 200 Milliliter insgesamt aus beiden Komponenten gemischt. Ich fange jetzt einfach an, hier mittig zu gießen. In den Rand reingießen direkt würde ich nicht unbedingt. Das könnte zu mehr Bläschenbildung führen, als euch lieb ist. Das wollen wir nicht. So. Ich kann bis an den Rand rangehen, dass alles vernünftig gleichmäßig fließt. Und so fülle ich mein Tablett langsam mit dem Harz. So, Sanne, ich stelle dir jetzt eine Frage. Ja. Wir sind jetzt schon bei 40 Minuten und ich glaube, viele von euch haben das bestimmt schon automatisch gemacht, weil ihr einfach top seid und nichts vergisst. Aber haben wir eigentlich unser Gewinnspiel erwähnt? Ich habe gesagt, dass wir heute das verlosen und auch, also die Leute, die gestern geteilt haben und auch heute teilen werden, dass wir natürlich zwei Gewinner auslosen. Vielleicht erklären wir es gerade noch mal, wie das Ganze funktioniert. Für alle, die noch nicht dabei waren und vielleicht auch mitmachen möchten, jetzt noch mal vielleicht der Ansporn, wie das Ganze funktioniert. Genau, ihr teilt einfach auf eurer Facebook-Seite unseren Beitrag fleißig. Und wir losen dann heute zwei Gewinner bei uns aus, die dann mit etwas Glück ein wunderschönes Überraschungspaket gewinnen, das eben aus Komponenten dieser Sendung zusammengeschnürt ist. Sind gespannt. Jetzt geht's weiter mit dem Naturpapier. Das Naturpapier hat natürlich so eine schöne Tiefe, die wir gleich auch, also trotz des Epoxidharz geht diese Tiefe des Papiers ja nicht verloren. Genau. Super interessant. So. Also man kann es auf zwei Arten machen. Man kann entweder das Naturpapier so reinlegen, dann muss man aber sehr sorgfältig immer ausstreichen, dass auch die Luftbläschen alle rausgehen, weil wir ja hier ein Relief drin haben. Und man kann es aber auch so machen, dass man sich vorher das Papier hinlegt und einmal ganz wenig Epoxidharz drauf gießt. Und dann einfach mit dem Holzspatel oder mit unseren Eisstäbchen hier das schon mal so ein bisschen verstreicht. Das ist natürlich nochmal ein super Tipp, wenn man Angst hat, dass man Bläschen bilden können, genau. Denn das verringert das Risiko da auch noch mal. Das verringert das Risiko auf jeden Fall. Eintrocknen lässt man es nicht. Na, man streicht das bis zum Rand aus. Und dann kommt das natürlich, denkt natürlich immer dran, dass es immer mit der schönen Seite nach unten kommen muss. Genau. Weil, ich zeige euch mal ein Tablett, komme mal einmal von der anderen Seite. Du machst das jetzt einmal. Genau, ich lege das jetzt einmal auf links da rein und tauche es so leicht ein, dass die Ränder alle schön unterm Harz verschwinden. Anna bereitet vor, also im Prinzip, hier ist nochmal ein fertiges. Wir haben jetzt so gearbeitet und wenn die schöne Seite hier wäre, würden wir die ja nicht sehen. Wenn wir das Ganze umdrehen, das ist auch mit einem Naturpapier gemacht, sieht das Ganze dann so aus. Genau. So, das lasst ihr jetzt komplett durchhärten erst. Na, seht immer zu, falls ihr irgendwo seht, dass sich unter dem Papier eine Blase bildet, einfach nochmal immer zwischendurch ein bisschen ausstreichen. Man kann das dann an den Rändern sehen, dass da noch kleine Blasen eventuell kommen. Und erst wenn es richtig durchgehärtet ist, gießt ihr nochmal das Finish oben drauf. Also die letzte ganz dünne Schicht müsst ihr dann nochmal einmal extra anrühren und oben drauf gießen. Da braucht ihr so vielleicht 50 Milliliter, 50, 60. Einfach nur, um das Ganze nochmal dünn auszugießen. Und dann habt ihr ein sehr, sehr schönes Tablett. Insgesamt dann 200 Milliliter. Und weil Sannes Hände jetzt natürlich in den Handschuhen mit Epoxidharz schon sind, zeige ich euch einmal die Möglichkeiten, die ihr habt bei der Gestaltung. Das ist jetzt auch mit einem Naturpapier gemacht. Genau. Und wenn wir jetzt einmal drauf gucken, es ist dasselbe Design in diesem tollen Rot. Diese Tiefen, also diese Prägung des Papiers kommt richtig schön zur Geltung, oder? Das ist so wunderschön. Mhm. Das ist eben das Schöne an Epoxidharz. Es drückt die Prägung nicht platt. Also es fließt da rein, aber es drückt sie nicht platt. So, und dann hier nochmal die Kombination mit den Metallornamenten, die ihr auch einbauen könnt.
Dann gibt es natürlich weitere Möglichkeiten und auch Papiere, die wir verwenden können. Hier zum Beispiel Moosgummi und auch Sticker und Glimmer verwendet. Genau. Bei dem Glimmer müsst ihr immer darauf achten. Also zum Beispiel unsere Metallic-Flocken, die sind absolut gewichtslos. Die könnt ihr komplett einarbeiten in euer Epoxidharz. Die würden nicht komplett nach unten absacken. Bei anderen Glitzerpulvern ist es so, da müsst ihr so ein bisschen testen, sinken die stark ab oder bleiben die oben drauf schwimmen. Darauf kommt es dann an, wenn ihr zum Beispiel eine Schneelandschaft machen wollt oder so, dass das denn sich vernünftig verteilen kann. Dann hier nochmal die Möglichkeit, wenn man das Mika-Pulver in die Masse einarbeitet. Genau. Und oh, das finde ich auch richtig klasse. Metallornamente und nur die Metallic Flakes, die Metallic Flocken in die Masse noch mit eingebaut. Genau. Wie ihr die Lichterkette natürlich an den Seiten einarbeitet, hat euch Sanne ja Schritt für Schritt gezeigt. Das finde ich auch total interessant. Das glaubt man gar nicht, wie das gemacht wurde. Es wurde einfach mit Alufolie gemacht, oder? Genau, eingefärbte Alufolie. Dann hat man so eine Art Drachenhaut, würde ich jetzt sagen. Also das gibt auch einen ganz, ganz tollen Effekt. Und das hier, oh, zu der Technik kommen wir gleich, genau. Wie das Ganze funktioniert. Und jetzt habe ich euch noch ein paar Ideen mitgebracht, was ihr natürlich noch mit dem Naturpapier machen könnt. Ihr könnt zum Beispiel tolle Grußkarten zaubern. Und hier sehen wir auch, wie unterschiedlich das Papier in den Sortierungen dabei ist. Wie zum Beispiel auch diese tolle Optik hier mit dem Samt. Und auch wenn man die dann übereinander setzt, sieht das ganz klasse aus. Auch hier mit der Folienveredelung. Ja, das oder ist wahnsinnig. Man kann das ja auch brushen. Ja, das ist richtig. Mit dem Mika-Pulver und dem Fächerpinsel könnt ihr da auch sanft drüber brushen. In einer schönen Kontrastfarbe. Dann wirklich auch rund ums Jahr zu verwenden. Also ich liebe das ja immer, Papier so ein bisschen zu reißen. Das macht mir total Spaß. Und ich finde, das hat so eine tolle Optik. Und vielleicht zeigen wir euch nächste Woche, wie das Ganze funktioniert. Hier nochmal eine winterliche. Also wir sehen hier wirklich, man kann es winterlich als auch rund ums Jahr verwenden. Das ist natürlich alles möglich. Und wenn ihr möchtet, wir hatten mal eine ganz tolle Sendung, da haben wir das Naturpapier sogar gefaltet und so tolle kleine Blüten gezaubert. Die hatten wir in unseren Kranz eingearbeitet. Mhm. Da hatte Frauke die schöne Idee, dass wir das natürlich so schön dann mit einbauen können. Das hat den Kranz so schön aufgewertet, könnt ihr natürlich auch in jede Bastelarbeit, auch in die Grußkartengestaltung mit einbauen. So, liebe Sanne. Ich gebe dir noch mal das schöne Tablett, was wir jetzt natürlich fertig gemacht haben, denn wir werden gucken, was wir als nächstes machen. Ich lese gleich wieder ein paar Kommentare vor, falls es Fragen gibt. Jetzt geht es aber erst mal weiter und ihr fragt euch bestimmt, was hält ihr da eigentlich in der Hand? Das ist unsere Frischhaltefolie, die brauchen wir nicht nur für eine Technik, sondern gleich für zwei. Wie wir damit kreativ werden, dazu gleich mehr. Aber damit wir damit arbeiten können, brauchen wir eine ganz bestimmte Silikonform. Und da kommt schon das nächste Angebot. Das ist nämlich unser Teelicht, was auch nochmal reduziert ist. Bis einschließlich morgen, eben wurde gefragt, bis nächste Woche Mittwoch oder bis welchem Mittwoch. Bis einschließlich morgen gibt es auch diese Silikonform reduziert mit 50% Rabatt. 3,98 Euro kostet dieses schöne Teil und natürlich sieht das hier wieder total unspektakulär aus und deswegen gucken wir uns hier einmal an, was für schöne Teelichter wir aus dieser Silikonform zaubern können. Ihr könnt mit Licht arbeiten und hier, das glaubt man gar nicht, ist schon die Frischhaltefolie mit eingearbeitet. Eine Kollegin hatte uns gefragt, habt ihr denn wirklich Seidentücher zerschnitten und das in die Teelichter eingearbeitet? Nein, aber wisst ihr, was wir machen? Wir werden jetzt unsere eigenen Seidentücher oder eine Seidentuchoptik gestalten und das Ganze in diese tollen Teelichter einarbeiten, teilweise sogar mit Licht. Ihr könnt natürlich auch ganz, ganz viele andere Variationen verwenden, das Naturpapier mit einarbeiten, Transparentpapier, wieder Metallornamente und vieles mehr. Also 50% Rabatt für die Silikonform Teelicht mit der Artikelnummer 013658. Und damit wir diese tolle Optik jetzt auch leicht und sicher zaubern können, brauchen wir etwas sehr Wichtiges und das ist unsere Farbe, unsere Acrylfarbe in diesem tollen Set, was es auch noch mal reduziert gibt. Also ein
wunderschönes Acrylfarben-Set mit der Artikelnummer 012440. Ihr habt da Pinsel, 24 Farben, sogar dreimal das Weiß, was immer sehr wichtig ist, für 4,97 Euro, mit der wir arbeiten. Wir haben eben übrigens gesehen, dass natürlich diese tollen Bilder mit den Blüten auch mit der Acrylfarbe genutzt werden kann. Also nicht nur für Epoxy, sondern fürs Malen. Und hier nochmal der kleine Hinweis: Für diese tolle Form braucht ihr ebenfalls 200 Milliliter Epoxidharz. Und jetzt schauen wir endlich spannend und begeistert zu, wie das Ganze funktioniert. Total klasse, oder? Ja, ich werde jetzt aus dieser Folie ein Seidentuch zaubern. Jetzt wird gezaubert. Ja, und zwar machen wir das so, wir messen uns die Folie so ein bisschen ab für den Gegenstand, den wir nachher damit bebasteln wollen. Mhm. Ich habe mir jetzt die Folie hier hingelegt. So, und jetzt fange ich an. Welche Farbe möchtest du? Ich würde mal sagen, so in Blautönen. Okay, jetzt fange ich an, aus den Farbtuben meine Blautöne zu nehmen. Mhm. Und dann gebe ich einfach immer so ein paar Punkte quer und kreuz und wild verteilt auf die Folie drauf. Ist immer schön, wenn man dann auch mehrere Farbschattierungen hat, was wir ja hier mit unseren Acrylfarben auch haben. Da kann man dann schon ein bisschen experimentieren. Und es sieht nachher einfach auch schöner aus, wenn man mehrere Farbübergänge hat. So, das mache ich. Super, dass ihr euch untereinander auch wieder schon alle Fragen beantwortet. Wir müssen ja fast nichts mehr machen, nur noch neue Ideen. Ja, so arbeitet man in einer Herde. Das stimmt. Ach, das ist so toll bei der Bastelfamilie. Ist ja. Das auch wirklich so schön. Wir waren gestern so traurig, dass es da nicht geklappt hat und ihr wart so süß. Also man kann doch sagen, danke, danke, danke. Man liebt es, in dieser Bastelfamilie zu sein, weil das Verständnis natürlich immer groß ist und die Begeisterung, obwohl ihr jetzt vielleicht die eine oder andere Bastelidee nochmal gesehen habt, trotzdem riesig ist. Das Tolle an der Acrylfarbe ist, wir haben ja dreimal Weiß dabei. Und Weiß können wir wirklich immer sehr gut brauchen, hier auch gerade bei unseren Techniken. So, jetzt habe ich hier überall ein paar Farbtropfen drauf gegeben. Jetzt klappe ich das übereinander, streiche das so ein bisschen glatt. Und jetzt kommt der schöne Teil. Jetzt wird das nämlich einfach in der Folie gemanscht und gerollt, bis sich eine schöne Farbverteilung gegeben hat. Aha. Genau. So. Das ist eine schöne Matscherei, deswegen sind Handschuhe da auch empfehlenswert. So, immer schön rollen und kneten, bis sich das alles so ein bisschen verteilt hat. So. Das sieht ja nun noch wenig spektakulär aus. Aber wir lassen das jetzt komplett durchtrocknen. Man kann auch belieben, noch mal ein bisschen Farbe dazu tun. Ja. Oder eben gucken, dass man die transparenten Stellen noch mal so ein bisschen einfärbt. Und das lässt man so ausgebreitet schön trocknen. Und dann käme der nächste Schritt. Das lassen wir trocknen. Bin hier. So, ich habe jetzt hier mal eine andere Farbe gefertigt. Das ist jetzt eine trockene Folie hier. So, und jetzt versuche ich diesen Seidenglimmer da reinzukriegen und dafür ist unser Mika-Pulver super. Wir haben ja auch zum Beispiel hier ein Lila. Jetzt habe ich hier wieder meinen Pinsel und jetzt streiche ich. Wurde jetzt mehrmals gefragt, welchen inneren Durchmesser das Teelicht hat. Wir messen das jetzt ganz schnell aus. Und ich lese vor für alle, die es interessiert. 6 cm Durchmesser hat das Teelicht. Ich halte es mal noch mal rein, weil Sanne bereitet ja jetzt dieses tolle Seidentuch oder die Seidentuchoptik, die wir bei diesem Teelicht eingearbeitet haben. Genau. Und so wird das Ganze gemacht. Das heißt, wir arbeiten mit der Acrylfarbe, machen uns keine Kleckse und dann verkneten wir alles in die Frischhaltefolie. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wir haben gleich noch eine Technik auch damit. Das ist unser neuer Bastelhelfer im Alltag.
Und dann könnt ihr das gleich so einarbeiten. Ich nehme mal das Licht hier raus. Dann nehme ich so aus. Richtig, richtig klasse. Genau. Wichtig ist, wenn ihr mit dem Mikapulver da jetzt drauf arbeitet, dass die Oberfläche nicht komplett durchgetrocknet ist. Das ist das Schöne bei Acrylfarbe, die ist ja irgendwann von der Oberfläche her dann noch so leicht pappig und wenn man es da drauf arbeitet, dann haftet das Mikapulver sehr gut. Wenn man jetzt ein bisschen zu viel drauf gegeben hat, ist nicht schlimm. Das kann man zum Beispiel einfach über einer anderen Folie, die man ähnlich gefärbt hat, einmal abklopfen, dann verschwendet man nichts. Wichtig ist, dass es nachher nicht mehr total staubt, wenn man es denn dann einarbeitet in die Form. Aber so sieht das dann aus. Und wenn man da dann Epoxidharz drüber gibt und da dann das Licht drauf fällt, dann changiert das in wunderschönen Farben. Und dadurch, dass man eben auch mit dem Mikapulver Farbunterschiede reinbringen kann, mit Gold, mit Lila, mit Blau, was auch immer, kann man da eben richtig tolle Effekte erzielen. Da probiert euch ruhig aus. Da ist eigentlich auch nichts, was verkehrt sein könnte. Es regnet heute richtig. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch einen regnerischen Tag, wo ihr euch komplett aufs Basteln konzentrieren könnt? Da macht natürlich Basteln noch mehr Spaß, weil der Tag so grau regnerisch ist und wir arbeiten schön mit Farben. Basteln was Schönes, das macht noch mal glücklich. Ihr Ja. könnt uns gerne mal erzählen, wie bei euch das Wetter so aussieht. Jetzt haben wir das Seil, also die Frischhaltefolie in die Seidentuchoptik eingetaucht. Was Genau. kommt als nächstes? Als nächstes bereiten wir uns am besten den Tag vorher unseren Teelichthalter vor und gießen den, ich würde mal so sagen, so einen Fingerbreit unten schon mal mit Epoxidharz an. Das hat nachher den Vorteil, dass man oben eben diese schöne Optik hat, dass man da so ein bisschen besser reinschauen kann. Es quetscht sich dann nicht bis oben durch. Man vermeidet auch Luftblasen dadurch. Das lässt man durchhärten über Nacht und am nächsten Tag kann man dann beginnen. Ich bin neidisch. Hier wird geschrieben 24 Grad und Sonnenschein. Gerne nach Bielefeld schicken. So, ich habe jetzt hier meine Folie. Da gucke ich jetzt, ob die da gut Aber sehr reinpasst. viel Regen. Ja, wir machen das So. Beste draus. Das ist ein super Das ist Bastelwetter, richtig. Na, vor allem zum Epoxidharzgießen ideal, weil es nicht so heiß ist, ne? oder? Das stimmt. So. Ich schneide mir das jetzt noch so ein bisschen zurecht, dass ich so ungefähr die Länge habe, die ich brauche, um das hier einzuwickeln. Und dann drücke ich einfach die gerollte Frischhaltefolie. Ich roll mir die immer so ein bisschen. Na? Also du hast hier dann die Naht und so rollst es dann. Dass du und dann mit der glatten Seite nach unten einmal hier in die Form reindrücken. Und Tolles, verbunden. das muss ja gar nicht so ordentlich gemacht Nee, das muss werden. gar nicht ordentlich gemacht werden. Das soll ja aussehen wie so ein zufällig reingefallenes Tuch. So. Und die beiden Enden, die dreht ihr so ein bisschen umeinander und dann könnt ihr das da reinstecken. So. Und jetzt kann man mit dem Epoxidharz aufgießen. Ja. Wichtig ist, dass eben das Tuch nicht komplett auseinanderfällt. Und jetzt kann ich hingehen und kann mit meinem fertig angemischten Epoxidharz gießen. Auch hier wieder schön einfach hier oben über den Stempel drüber und langsam gießen, dass sich das Epoxidharz richtig gut auch in die Folie reinarbeiten kann und um die Folie rum. Wichtig ist nämlich, hier wird es definitiv zur Luftblasenbildung kommen. Das ist einfach so, weil die Folie hat ja auch Lufteinschlüsse. So, wir gießen nicht ganz voll. Wir gießen nur so weit, bis das Tuch gerade bedeckt ist, also unsere Folie. Worauf müssen wir noch achten? Gibt es irgendetwas Wichtiges, wo wir jetzt noch ach worauf wir noch achten sollten? Also es sollte auf jeden Fall die Folie richtig trocken sein, ne, dass keine Acrylfarbe mehr austreten kann. So. Und wenn wir jetzt wir gießen ungefähr so bis zum Rand von diesem Stempel, nicht höher gießen, weil jetzt muss das Epoxidharz ein bisschen arbeiten. Und jetzt haben wir noch die Möglichkeit, Luftblasen rauszudrücken. Wir drücken jetzt also auf die Folie drauf mit unserem Holzstäbchen. Vielleicht können wir uns das noch mal schön von vorne angucken, wie du mit dem Stäbchen rein
gehst in die Silikonform. Genau. Also nicht mit Gewalt, schön sanft, aber so, dass so viel Luft wie möglich rauskommt. Und auch, dass ich hier um den Stempel drumherum auch nochmal Epoxidharz ansammeln kann. Nicht, dass ihr da nachher Löcher habt. Die nächste Frage, verändert es die Trocknungszeit, wenn wir mit der Folie arbeiten? Oder sollten wir es trotzdem wie gewohnt 24 Stunden durchtrocknen lassen? Also bei den hohen Formen ist es halt so, dass die etwas schneller anhärten. Na, also da kann man auch schon nach 8 Stunden sagen, dass es hart ist, dass man es rauslösen kann. Das hat einfach was mit der chemischen Reaktion zu tun, mit der Hitzebildung. Bei hohen Gießformen geht das relativ schnell. Wichtig ist, dass man es, also ich löse es aus, sobald ich sehe, es ist richtig hart. Dafür macht man ganz vorsichtig oben einmal den Drucktest. Wenn man das Gefühl hat, es gibt noch nach, lässt man es noch stehen. Und ansonsten kann man es schon rauslösen. Ne? Aber da sollte man einmal so einen Drucktest machen. Das gibt dann so leicht noch nach und dann lässt man es einfach noch ein Stück warten. Es verändert sich ansonsten nichts. Es wird auch keine große Reaktion da entstehen. Also ihr könnt das einfach, so wie ich es euch gezeigt habe, gut verarbeiten. Und wenn das komplett durchgehärtet ist, dann gießt ihr hier oben nochmal die Abschlussschicht drauf. Ja. Lass die nochmal fest werden und dann könnt ihr es auslösen. Wenn ihr mit einer Lichterkette arbeiten möchtet, das zeigen wir hier nochmal. Du hast jetzt in einer Schicht schon gegossen, die Lichterkette um diesen Bereich gewickelt, würdest dann hocharbeiten, wieder bis zu einer bestimmten Höhe und dann, sobald es trocken ist, dann nochmal nachgießen. Also alle, die sich fragen, wie wird das mit der Lichterkette gemacht, wird das hier auch nochmal erklärt. Wir sehen hier jetzt nochmal 4 wunderschöne Beispiele, wie ihr das machen könnt. Denn ihr könnt auch, da muss ich mal einmal zu Sanne laufen, euch so tolle Ringe aus dem Papier gestalten. So sieht das aus und in die Form reinlegen und das auch ins Epoxy einarbeiten. Das sind zum Beispiel unsere Naturpapiere, die wir verwendet haben, weil die, weil das Design ja immer so außergewöhnlich ist, dass das im Epoxy nochmal hervorgehoben wird. Wir haben jetzt noch eine Technik und eine Silikonform, die wir euch vorstellen möchten. Und das ist unser kleines Tablett. Und da kann ich schon mal verraten, ich habe eins von meinen lieben Kolleginnen geschenkt bekommen, weil ich fand die Technik so toll und ja, die waren so lieb und haben eins für mich vorbereitet. Und dann habe ich das Geschenk bekommen, also danke nochmal dafür. Wir gucken jetzt einmal das tolle Angebot an mit dem Tablett in klein. Die Silikonform sieht dann so aus, kommt so zu euch nach Hause, ist auf 3,97 Euro reduziert mit der Artikelnummer 013525. Ihr braucht hier insgesamt 150 Milliliter, damit ihr das Tablett ausgießen könnt. Wenn ihr sagt, manchmal bei mir reichen 150 nicht, macht ruhig ein bisschen mehr und benutzt das Epoxy, was übrig bleibt, dann nochmal für etwas anderes. Natürlich nicht den Tipp vergessen, dass ihr auch Wasser verwenden könnt. Messt es nochmal mit Wasser ab und jetzt zeige ich euch nochmal ganz nah, wie dieses schöne Tablett aussieht, was ich geschenkt bekommen habe. Hier braucht ihr übrigens auch die Frischhaltefolie, die wir eben verwendet haben, die Metallicflocken und auch die Acrylfarbe. Und wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen nach vorne komme, sehen wir diese Tiefen, die in dieser Technik entstanden sind. So, also es glänzt der natürlich hervorragend durch dieses tolle Epoxidharz. Und jetzt hier auch nochmal die Tiefen. Also ich werde das verwenden, um meinen Schmuck da drauf zu tun. Das Schöne ist aber, sobald das Epoxidharz getrocknet ist, ist es auch lebensmittelecht. Das bedeutet, ihr könnt sogar eure Kekse, also alle trockenen Lebensmittel draufstellen, Kuchen, und vieles mehr, vielleicht auch auf das etwas größere Tablett und damit was Schönes servieren oder einfach für den Schmuck verwenden. Und wie wir diese Technik jetzt gestalten, was dahinter steckt und wie das funktioniert, das erklärt uns jetzt Sanne. Ich freue mich drauf. Um ehrlich zu sein, das habe ich mir noch nicht angeguckt, sonst weiß ich eigentlich, wie alles funktioniert. Aber da bin ich jetzt auch total gespannt, wie das Ganze funktioniert und dann kriegt ihr sowas Schönes zu Hause auch hin. Jetzt sind wir gespannt, Sanne. Ja, und zwar wieder unsere Frischhaltefolie schön eingefärbt. Ja. Ja. Und jetzt müssen wir ja irgendwie diese Marmoroptik hinkriegen. Das sehen wir am besten auch von oben, wie ich das jetzt mache. Ja. Und zwar brauche ich da auch unsere Acrylfarbe für und eine Form, die kleine Tablettform. Brauchen wir gleich auch noch.
So, jetzt schnappe ich mir ein Pinselchen. Oh, hier Und ist ein jetzt. Reim. Warte. Hier, die Urte schreibt, ob Regen oder Sonnenschein, wir werden hier beim Live dabei sein. Ideen und Bastelmaterial werden vorgestellt, die wir dann schnell haben Sehr bestellt. Ja, schön. So wollen wir super. das. So, ich fange jetzt einfach mal an, hier so eine gewisse Marmoroptik reinzubringen. Das macht ihr, indem ihr einfach mit Weiß, mit Blau, also passend in den Farben, hier gar nicht mal so akkurat arbeitet, sondern einfach so ein paar Striche hier rein macht. Marmor ist ja aus Gesteinsschichten entstanden, dementsprechend kann man da schön spielen. Ja, muss auch nicht immer komplett deckend sein, kann auch mal nur so ganz zart angedacht sein. Anni schreibt auch, das ist ja dann wohl der edelste Nachteller ever. Oh ja, Das ist das richtig. sieht so berauschend aus. Wir haben das gleich nochmal in einer anderen Farbe. Also hier ist gleich die Silikonform, die wir benötigen. Hier nochmal in einer weiteren Farbe. Und Genau. Sanna würde das jetzt komplett weiterarbeiten, wenn wir das fertig gemacht haben. Genau, Du dann. hast es jetzt angemalt. Wir gucken uns jetzt einmal an, wie wir dieses tolle Buch fertig haben. Also du würdest jetzt Wir würden jetzt weiterarbeiten. weiterarbeiten, genau. Ne? So, das kann ich jetzt mal zur Seite legen, weil ich habe ja schon was vorbereitet. Aha. Also so kann das dann fertig aussehen. Ihr schneidet euch dann, je nachdem, wie ihr das Muster haben wollt, schaut ihr euch auf der Folie ein bisschen an, wie das aussehen soll. Und dann schneidet ihr euch das mit Hilfe der Form aus. Ihr legt euch die Form dann einfach auf die Folie drauf und schneidet mit dem Skalpell einmal drumherum. Und dann könnt ihr das vernünftig ausschneiden. So, wir fangen jetzt an, die Form vorzubereiten. Das hier ist jetzt gut durchgetrocknet. So schön, ich liebe es. Ja. Bin so begeistert. Ich beginne jetzt mit unseren Goldflakes. Die Ja. mit den Metallic Flakes, die tupfe ich jetzt hier wieder um den Rand. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn euch hier ein bisschen was auf die Oberfläche kommt. Das arbeiten wir einfach mit ein. So. Es Und wurde hier streichen wir geschrieben. einmal schön fest. Du streichst ein. Ich lese noch ein paar Kommentare vor. Zum einen wurde gefragt, kann man die Sprühfarbe verwenden beim Epoxidharz und auch das Marmorspray? Also die Sprühfarbe würde ich nicht verwenden. Das Ding ist, dass bei den Farben drauf ankommt, wie die Pigmente sind. Und bei manchen ist es so, dass die sich einfach komplett verfärben, sobald man die mit Epoxidharz in Berührung bringt oder komplett die Farbe verlieren. Okay. Also da sollte man schon darauf achten, dass man geeignete Farben nimmt. Es lohnt sich auch durchaus mal Farbtests zu machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, gerade mit der Sprühfarbe, das war jetzt nicht so toll. Und das Marmorspray, das kann man benutzen, das muss dann aber auch schön festgetrocknet sein, Okay. bevor man die nächste Schicht aufbringt. Wenn du jetzt die Flocken eingearbeitet hast, was ist der nächste Schritt? Ich sehe hier auch, Genau. also übrigens wurde geschrieben, dass ihr das Blaue schöner findet. Ja, das ist auch meins. Zu meiner Verteidigung, ich habe das auch nur geschenkt bekommen, weil ich Geburtstag Und hatte. weil sie gequengelt hat. Ja, ich bin immer an dem Tisch vorbei und habe gesagt, ah, das ist eigentlich meins. Da verschwand immer so ein Tablett im Hintergrund und dann habe ich irgendwann gesagt, jetzt reicht's und Habe es dann letztendlich auch bekommen. genau. Dankeschön. Also die Blattmetallflocken sehen wir jetzt auch noch mal eingeblendet. Die sind ja heute super wichtig, um diesen tollen, edlen Effekt zu gestalten. Genau. Die Metallflocken wurden jetzt eingearbeitet und du hast natürlich auch hier noch mal teilweise Genau, da kommen dann auch noch mit mal den so Striche Metallic Flakes drauf. Na, da gearbeitet. kann man dann einfach hier gerade so So. durchziehen. Wenn ich mir jetzt das Ja. Tablett angucke, so ein bisschen seitlich, hast du höchstwahrscheinlich erstmal Epoxy eingegossen, Das das ist Klare. richtig, Ich genau. liege schon mal richtig. Gut beobachtet. Auch hier gieße ich jetzt langsam wieder das Epoxidharz ein. Es ist immer wichtig, dass ihr schön in Ruhe arbeitet. So, das gieße ich auch so wieder so bis 3 mm unter den Rand hier. Müssten wir dann warten, bis es getrocknet ist, Nein. oder dürfen wir schon die Folie Genau, die draufsetzen? Folie wird jetzt schon einfach eingelegt mit der bemalten Seite nach unten. Und dann nehmt ihr euch ein Holzstäbchen und streicht das hier schön fest. Danke, danke. Jetzt gratulieren mir alle zum Geburtstag. Vielen lieben Dank. Das hatte ich gar nicht beabsichtigt. Ich wollte nur nicht
sagen, dass ich das einfach so geschenkt bekomme. So, du arbeitest das jetzt ein. Wie wir sehen, ist dann jetzt natürlich auch noch mal eine kleine Fläche, wo wir weiter Genau. Epoxidharz eingießen können. Und Genau. das geht wirklich an den Seiten so hoch. Ich weiß nicht, ob wir noch mal von oben schauen sollen, ob man das da noch mal besser sieht. Ja. Du hast dir das hier auch schon noch mal, also hier ist noch mal das Papier drauf, ohne das Epoxidharz weitergegossen zu haben, damit wir das auch einmal trocken sehen können. Genau. Und das Schöne ist, also man muss einmal wirklich so schön drüber streichen über das Epoxidharz, dass auch wieder die Luftbläschen zu den Seiten rausgehen. Und hier, das ist jetzt die fertig getrocknete Variante. Ihr lasst aber euren Gießling in der Form drin. Das habe ich einfach nur rausgenommen, um zu gucken. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel noch so kleine Unfälle gehabt, dass man hier noch so zwei, drei Luftbläschen hat. Die kann man noch auffüllen, das ist kein Problem. Einfach mit ein paar Tropfen und dann durchhärten lassen. Das Schöne an der Folie und mit der Acrylfarbe ist, die Folie muss nicht draufbleiben. Die kann man abziehen. Wenn das Harz komplett getrocknet ist, hat sich das die Farbpigmente einverleibt. Und man zieht dann einfach die Folie ab. Die Farbe bleibt auf der Epoxidharzplatte liegen und dann kann man den letzten Guss nochmal drüber machen. Ihr könnt natürlich auch andere Papiere verwenden für das Tablett, so wie auch bei dem großen Tablett. Übrigens Moosgummi auch eine super Idee, weil das so einen tollen Glitzereffekt hat. Ich zeige euch noch mal ganz schnell ein paar weitere Muster, was noch möglich ist. Ihr könnt das Ganze mit dem Mika-Pulver einarbeiten, nur die Metallic Flakes nutzen. Und hier sehen wir noch mal, wie schön klar das Epoxidharz ist und wie toll wir damit arbeiten können. Und übrigens Weihnachten, da gibt es noch mal eine schöne Idee. Arbeitet gerne mit 3D-Motiven. Das ist ein 3D-Motiv und dann hast du noch mal hinten mit dem Mit Epoxy und Mika-Pulver und Epoxy, Mika-Farbe, oder? genau, Dann genau. noch mal was eingearbeitet und das hat auch noch mal eine richtig schöne Tiefe. Also da gerne auch das noch mal verwenden oder auch andere Papiere und vieles, vieles mehr. Das waren unsere Ideen für die Epoxy-Show. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr wisst jetzt, was ihr zu Hause zu tun habt, um diese tollen Kreationen nachzugestalten. Sandro, das ist so schön und so ruhig erklärt. Vielen lieben Dankeschön. Dank. Und wir werden jetzt gemeinsam nochmal gucken, was für tolle Empfehlungen wir für euch haben und welche nächsten Termine anstehen, denn das steht uns noch bevor. Morgen geht es natürlich dann auch weiter. Wir schauen einmal rein, was wir für Empfehlungen hatten. Da ist jetzt nochmal alles abgebildet, was ihr als Helfer benötigt, wie zum Beispiel die großen Silikonmessbecher, wenn ihr größere Mengen anmischt. Die Silikonmatte, ganz wichtig, tut euch das als Arbeitsmatte unter eure Sachen, damit ihr nichts irgendwie mit dem Epoxy in Verbindung bekommt und alles schön schont, weil sobald das Epoxy trocken ist, können wir es auch von der Silikonmatte abziehen. Das ist klasse. Alles weitere, was ihr benötigt, seht ihr hier jetzt auch nochmal. Schleifschwämme im Nachhinein verwenden, um scharfe Kanten nochmal auszuarbeiten. Da hattest du mir den Tipp gegeben, den Schleifschwamm auch ruhig nass machen. Ja, genau, dann staubt es nicht so. Also auch Also, der Schleifstaub ja. ist da nicht zu verachten, auch bei kleinen Gegenständen, da lohnt es sich definitiv mit einem nassen Also das war Schwamm. nochmal ein toller Tipp. Und hier jetzt nochmal die nächsten Termine. Also morgen von 18 bis 19 Uhr ist wieder Karin ganz alleine bei QVC. Da zeigen wir euch nämlich Premieren aus Karins Bastelwerkstatt ohne Moderator. Am 9.8., wir haben ja diese Woche beim Bastelclub eine kleine Pause, geht es um 15 Uhr wieder los. 2 Stunden, das heißt auch wieder 2 Bastelclub-Angebote und noch viele, viele tolle weitere Sachen. Und um 17 Uhr gibt es noch mal eine weitere Stunde mit der kreativen Stickerwelt. Wir machen natürlich nächste Woche Montag weiter. Da wird es auch total spannend. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr mitgemacht habt an diesem verregneten Dienstag. Und ich glaube, wir haben das Beste draus gemacht, denn wir hatten diese Woche nicht nur einen Basteltag hier aus Bielefeld, sondern gleich zwei. Wir haben jetzt noch eine Aufgabe. Es gibt ja heute zwei Gewinner und die lesen wir jetzt vor. Es wurde nämlich ausgelost. Einmal Simone Simone Wendt. Wendt. Und dann nochmal der oder die zweite Gewinnerin. Ich lese vor. Enrico Enrico Unterkötter. Unterkötter. Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit eurem Gewinn. Ich hoffe, wir konnten euch begeistern für dieses tolle Thema. Denkt dran, die Hotline ist ab sofort ab 9 Uhr zu erreichen. Werdet kreativ mit Epoxy, habt Spaß und wir sind gespannt, was ihr uns dann zuschickt an tollen neuen Ideen. Bis nächste Woche, dann wieder Montag. Tschüss. Tschüss.